Hey und herzlich willkommen zu Minecraft das Mittelalter. Mein Name ist Kumpel und ich habe mal gerade geguckt in der kurzen Pause, die ich gemacht habe. Und zwar kann ich jetzt hier zum Beispiel mit B einen Wegpunkt setzen. Und hier kann ich zum Beispiel hinschreiben, das heimelige Heimbett. Das heimelige heimische Bett. So. Und das Ganze kann ich hier eine Farbe aussuchen und das heimliche Heimbett ist natürlich Gold. Und dann kann ich das auch bestätigen. Und jetzt haben wir hier da einen Wegpunkt gesetzt am heimlichen Heimbett, wie du siehst. Ne? Das ist der heimliche, das heimliche Heimbett-Wegpunkt. Siehst du, das hängt ja jetzt hier immer so rum. Ich weiß nicht, ob man die auch ausblenden kann. Ist vielleicht nicht so günstig. Aber ich kann auch U drücken. Und dann sehe ich die Liste und dann kann ich hier das heimliche Heimbett auch nehmen und kann das auch deaktivieren. Und dann ist es weg. Und dann könnte ich es bei Bedarf mit U wieder aktivieren. Und mit I und O kann man wohl zoomen. Ich merke nichts von I und O. Ja, bei Default. Ja, da passiert gar nichts. Und dann kann ich noch Y drücken. Da soll wohl auch noch was passieren, aber ach, guck mal. Da wird sie groß. Kann ich jetzt I und O drücken? Nö. Aber da wird sie ein bisschen größer, wenn ich Y drücke. Guck mal. Hui. Hui. Vielleicht muss ich auch Z drücken. Ach, guck mal hier. Mit Z geht hier alles an. Wahnsinn. Wahnsinn. Da kann man hier alles anzeigen lassen. Norden fixieren aus. Norden fixieren an. Könnte man machen. Ist aber, ne? Barbe Wegpunkte. Oder geht noch mehr. Guck mal, Todespunkte. Ach, guck mal, das ist englische Tastatur, deshalb ist wahrscheinlich, also das für englische Tastaturbelegung. Blumen anzeigen, Redstone, Höhlen heranzoomen, mal 3, Pfeilgröße, ja, Geländeabhänge an, World Map, nur Hauptentity als Pfeil, Player Headnames, Patron, alles Mögliche, wow. Da geht auch einiges mehr, sicherer Modus. Ja, sehr cool. Entity-Radar kann ich hier wahrscheinlich an- ausschalten. Und so, ich lasse jetzt einfach mal, wie es ist. Und geht aber. Ne? Und die Karte heißt Xeros World Map. Aber zumindest mit Y, was jetzt eigentlich ja Z wäre, kann ich zoomen. Was eigentlich Sinn macht, ne? Und dann sehe ich ein bisschen mehr. Und da hinten sehen wir unsere Baustelle. In die Richtung da, da lang. Da, wo gerade die Gerüste und so sind. Ja, cool. Man fragt sich halt, wo die vielen roten Mobs sind. Die müssen doch... Ich verstehe es nicht. Gut. Ich muss auch nicht alles verstehen. Ich bin alt. So. Aber cool. Da haben wir Xeros Minimap mal kurz ein bisschen vorgeführt. Hat sie auch verdient. Sie geht immerhin für die 1.14.4 und da bin ich schon sehr dankbar für. Für alles, was geht, bin ich dankbar. So, dann machen wir es mal hier so, dass wir hier erstmal ein bisschen reinmachen an dem Zeug hier. So. Gut, dann können wir nämlich nach oben gehen und können hier die weiterbauen. So ist klug. Manchmal bin ich das. Man könnte ja ein Gerüst ziehen. Aber manche Sachen sind einfach so verwurzelt. Verwurzelt. Tja, Würxel. Wenn du das jetzt siehst, denkst du dir so, der Arsch hat mein Haus geklaut. Aber denk dran, es ist fürs Team. Fürs Team. Fürs Let's Play. Ist das akzeptabel? Meine Argumentation? Oder eher nicht so? Gut, dann müssen wir das so machen. Und da sind wir gleich auch wahrscheinlich schon out of Stämme. Könnte man wieder den Stämme-Online-Witz bringen, aber so langsam ist das auch alt, weil das und doof, weil das keiner mehr kennt. Ich weiß gar nicht, Stämme-Online, ob es das überhaupt noch gibt. Ich denke ja nicht. Aber nichts ist unmöglich. Ach so, supi. Wie komme ich denn jetzt wieder am besten hoch? Nicht, dass ich nicht auch Gerüste dabei hätte. Ich mache dann Innengerüste. So, dann kann ich wieder nach oben fahren und kann mir hier die Erde wegholen. Ach, die kam sogar zu mir. Welche ungewohnt treue Erde.
so da. Da könnte man hier jetzt den Stamm einmal erstmal nach oben ziehen. So. Ging. Gut. Und dann den Stamm wieder nach hier drüben ziehen. So. Gut, da bräuchten wir jetzt nochmal wieder die ungewohnt nützliche Erde. So. Und da sind wir echt hier bei Wave ganz dicht dran. Na gut, ist ja Würxelshaus. So. Ja, dann mache ich mir da drüben ein Gerüst hin. Oder da. So, nach oben. Tschüss. Eine Erde weniger. Wir haben ja noch genug Erden in Reserve. Da bin ich optimistisch. Die Welt lässt sich garantiert nicht retten, aber wir haben noch Reserveerde. Würfelige Reserveerde. Aber wir sind der Wirklichkeit im Vorteil gegenüber. Wir haben Reserveerde, fallen aber auch Treppen runter, wie in echt. Das kann da schon mal passieren in Wirklichkeit. Ach so. Mist. Da, guck mal. Gucke die du, gucke die da. Da war die Erde. Die kommt aber wieder zu mir. Ist aber brav. So. Nicht, wenn wir ins Loch fallen. Dann machen wir doch hier am besten, warum auch, da lohnt sich ein Fenster ja gar nicht, ne? Das machen wir so. Dann machen wir lieber... Ach, guck mal, da ist der Blick eigentlich ganz schön. Dann machen wir doch hier das Fenster. Guck mal, da kannst du ganz schön... Doch, das ist cool. Und, ja, hier machen wir das Mittelfenster. Hier könnte man da ein Fenster machen. Und da auch eins, oder? Ja. So, hier... Da geht es natürlich auch um den Blick auf die Kapelle. Der ja sehr episch ist. Dann würde ich trotzdem hier... da machen wir hier ein Fenster. Wir sind im Mittelalter, wir können machen, was wir wollen. Und dann machen wir das hier so. So, dann muss ich noch abgießen. Habe ich denn genug Abgussmittel dabei? Ich bin voll abgetrieben worden. So. Da auch noch. Muss ich aufpassen, dass nicht wieder irgendwo Sachen vergessen gehen. Damit Leute Wochen oder Monate lang leiden darunter, dass was vergessen gegangen ist. Das will ja keiner. So. Ist das alles hier sauber abgegossen? Sieht soweit sauber abgegossen aus. Gut. Gut. Ja, wir machen was jetzt mit dem Dächelchen, damit der die Fenster nicht komplett die Sicht versperrt bekommen. Gar nicht, ne? Muss ich mir mal Gedanken drüber machen. Vielleicht kann man hier so ein Flachdach machen und dann geht es erst hier irgendwie hoch. Also ein Flachdach nicht, sondern so ein sanfter Anstieg, ne? Und wir könnten das auch durchaus mit Ziegel machen, das Dach. Wir sollten genug Ziegel haben. Denke ich mal zumindest. Hier könnte man noch ein Lichtchen mal reinsetzen schon. Aber wo am besten? Da kommt am besten dann irgendwann eine Laterne oder so rein. So, hier ist das Licht von der Seite. Ist okay. Hier oben mache ich da meine Fackel hin. Und da. Und jetzt haben wir noch 7 Glas. Das reicht natürlich nicht. Eine. 2. 3. 4. Das heißt, wir brauchen noch 5 Glas. Das kriegen wir natürlich nicht hin. Oha. Die Villager ziehen schon wieder ein. Ich hoffe, die Baustelle ist einigermaßen villagerfreundlich. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß es einfach nicht. Das klappt nochmal. Da können wir nochmal Glas draus machen. Theoretisch. Ja. Das geht doch. Da kommen wir noch gut mit hin.
Wobei wir auch andere Farben mitnehmen können, theoretisch. Aber gut, so ist es jetzt halt. Da kann man nicht mehr viel tun. Jetzt ist es zu spät. Ich möchte jetzt nicht auch das Glas wieder rausreißen. Es hat halt keine großen Effekte oder so. Das liegt halt an Minecraft. Ich komme gleich mit dem Fisch wieder. Wenn die schon in der Hütte rumläuft, dann tun wir die auch zähmen. Oder? Vor lauter Panik aus der falschen Tür gelaufen. Ja, so groß ist das Dorf zum Glück ja nicht. Hatte ich hier nicht meinen Weg umgebaut, damit ich nicht immer hier lang renne. So, wir haben hier noch zufällig... Ja, damit kriege ich die Katze rum. Wer doch gelacht. Serverspiel wurde gespeichert. Das beruhigt mich ein bisschen. So, wo ist die Muschi? Muschi, 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 Muschi. Die war doch hier irgendwo. Wo war denn die? Die war hier. Die kann doch nicht schon despawned sein. Ist runtergelaufen? Ich meine, die muss doch hier im Haus sein. Ah, da. Da panisiert sie rum. Die ist die jetzt mit raus? Ernsthaft? Da. La 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 la. Die ist ja noch immer total verstört, die arme Katze. Na gut, wenn ich so einen Eisenmann auf mich zukommen sehen würde, wäre ich wahrscheinlich auch verstört. Oh, Katze. Mhm. Sie hat sich einen Fisch schon schmecken lassen. Das Luder. Ich hab noch mehr Fischi. Wo will denn die hin? Wo ist sie hin? Das scheint eine ganz ängstliche zu sein. So ängstlich hatten wir auch noch keine. Die ist ein bisschen verstört, glaube ich. Hat die jetzt eine Katze ein Dings aufgesammelt? Aber ich muss mich mal jucken. Was hat sie denn? Was ist denn los mit dir, Katzi? So schwer Geburt. So ist schwer Geburt. Unfassbar. Gut, gut. Hat geklappt. Ich freue mich ja. So schön schwarz ist das. Ach, ist egal. Ich würde den Fisch jetzt irgendwie aufräumen, aber nie. Ich glaube, Bärenbüsche, also süße Bärenbüsche sind bei uns jetzt auch heimlich. Heimlich. Heimlich sind sie nicht, heimlich. So. Mal gucken. Was habe ich denn hier noch dabei? Was habe ich denn eigentlich holen wollen? Ach so. Jetzt erinnere ich mich. Ach so. Da war ja noch was ich machen wollte. Und zwar... So, ich reiß das hier mal raus. So. Das können wir hier machen. Dahin. Man könnte hier... Wir werden dann mal gucken, ob wir das nicht mit Steinen ausfüllen. Wie sind die denn alle schon wieder ins Wasser gefallen, die Kerle? Ich weiß es nicht. So. Da muss ich jetzt gleich nochmal gucken gehen. Was wir da tun können. Wäre ja ganz gut, wenn wir die irgendwie da rauskriegen. So. Man fragt sich halt doch, wie sie alle da reingeblumscht sind. Ne? Man kommt auch nicht an ihnen vorbei. Das ist jetzt echt schlecht. Da bin ich jetzt hier echt reingefallen und ab den Salat, oder wie ist das?
Da kommt das Wasser auch immer noch aus dem Haus raus. Aber die hängen da auch irgendwie total fest. Tja. Ich kann ja theoretisch ein Ding ins Wasser setzen. So. Wie kriege ich euch denn jetzt da raus, ha? Ihr Buben. Was ist da los mit euch, ha? Da geht auch nichts drauf. Wir müssen doch rettbar sein. Da springt er schon ganz gut. So. Der ersten hatten wir. Bei der Geburt. Geht jetzt vielleicht mal aus dem Wasser hier raus, ja? Den nächsten hätten wir auch. Du jetzt bitte auch noch. Komm. Komm. Das geht ganz gut, glaub mir. Jetzt ist er raus. Wunderbar. Gut. Hätten wir auch raus. Jetzt mal gucken. Ich finde es halt schade. Da wird der Bach noch ein bisschen breiter, ne? So, guck mal. Da wird an der Stelle der Bach so ein bisschen breiter. Und wir setzen mal hier. Ach nee, das sieht nichts aus. Hallo Katze. Das sieht alles nichts aus. Aber gut. Manchmal sieht halt auch alles nichts aus. Sag ich doch, es sieht nichts aus. So, jetzt ist der Bach da so ein bisschen erkennbarer. Ihr habt doch hier vielleicht eine Steinsäge drin, oder? Nö. Steinsäge haben sie keine. Die steht nur da hinten. Zwei. Und alles im Armenhaus. Am Gesäß der Ella. Das heißt, machen wir mal gerade vier. Ja, reicht mir erstmal. Was immer ich vorhab, das sollte mir erstmal reichen. So. Warte mal. Ich muss hier mal das hier wegreißen. Fällt ja zum Glück nicht alles weg. Und das da. So, guck mal, man könnte jetzt hier so einen Bogen setzen. Und dann würde ich aber auch den da nochmal gerade. Nein, nein, bleib doch da, bleib doch da, bleib doch bitte da. Panisch, der abgeflatzt ist. So, dann könnte der hier. So, und der da. Und dann machen wir hier jetzt mal. So. Und dann ist da so ein Bögelchen. Da könnten wir hier das rausreißen. Fließt das Wasser da leider nicht rein, ne? Viel Glück hat man auch nicht. So, jetzt aber. Wo ist denn hier die. Wenn ich das jetzt hier rausschmeiße, gerade mal kurz. So, jetzt haben wir es wieder. So. Kommt es hier so raus und dann können wir hier nein können wir das da hinsetzen. Wir machen hier sowas drauf, genau, und hier müssen wir es umgekehrt. Hat ja gut geklappt, komme ich auch überhaupt nicht dran. Und so. So. Das geht. So. Und da kommt das da dran.
kommt hier so raus, das Ding? Weiß ich noch nicht. Überzeugt mich gerade noch nicht. Da noch und dann da. Jetzt habe ich keine Stüfchen mehr. Ebettzeit. Knibbelig. Knibbelig, divelig. Bitte. Warte mal. Wie ist denn eigentlich mein Inventar schon wieder so voll geraten? Nein, falsch. Ich habe so viel Zeug, Mann. Was ich mal machen könnte, wäre zumindest das da wegräumen. Und aktuell brauche ich garantiert das da nicht mehr. So. Da gucken sie. Das ist noch eine schwarze Katze. Wie viele schwarze Katzen hier noch? So. So. Laufen wir wieder zurück. Eigentlich wäre es schön, wenn wir Menschen in so kleinen, mehr so in so kleinen Dörfern hier wohnen würden, wo wir auch wirklich mal zu Fuß gehen. Würde mir gefallen, irgendwie, ich weiß nicht. Gut, und jetzt können wir hier in der logischen Konsequenz, nachdem hier so ein Ausfluss ist, das hört sich jetzt eklig an, dann kommt da der Bach raus. Ja. Das kommt da so raus. Das ist gut, dass es da so rauskommt, aber noch nicht fertig. Der wird mir wohl entgegenschwimmen irgendwo. Nee, da könnte ich hier vielleicht kriegen, ja. So ist besser. Ja. Das ist eigentlich ganz gut so. Da könnten wir aber hier noch für so eine gewisse Homogenität das auch noch so gestalten. Nein, den will ich nicht. Den will ich nicht. So, das ist jetzt nicht, das ist total schepp und krumm, mittelalterlich halt, ne? Oder wäre es cooler, wenn es gerade ist? Das müsste dann hier so sein. Dann wäre das hier in der Mitte auch gerade. Und habe ich noch ein Zäunchen? Jetzt habe ich natürlich kein Zäunchen mehr. Aber es macht eigentlich auch nichts. Da kann ja eh nichts passieren. Schiefgehen kann eine Menge, ich weiß. So wäre es dann gerade. Das Wasserding kommt natürlich dann nicht gerade raus, ist klar. Soll es ja auch gar nicht. Wir haben zumindest schon mal Fortschritte gemacht, sichtbare. Das ist eigentlich ganz gut so. Das weiß ich noch nicht so ganz. Wenn man hier nochmal, aber dann, das ist auch wieder blöd. Mein Zeug. Gib mir mein Zeug wieder. Kommt das hier vorbei? Ach, keine Ahnung. Da muss aber dann auch. Warte mal. Mit dem Holzbalken da drin, ne? Da fällt mir das Zeug ins Wasser. Wo schwimmt das denn eigentlich hin? Kommt das irgendwo wieder raus? Kann man sich das irgendwo abholen?
Hier ist auch noch irgendwie Erde vom Romanes, ne? Ich jetzt hier drunter schwimmen, komme ich nie wieder da raus. So. Jetzt kann man hier auch wieder schön untergehen. Nee, das machen wir hier so. So als Ausstieg. So. Wow. Das ist ein fieser Busch. Diese Büsche sind echt fies, ne? Jetzt habe ich die auch noch an der Tasche. Dann kann man die da mal wachsen lassen, wo sie so richtig nicht stören. Hinten in der Ecke. So, tschüss. Das wird jetzt fies zu den Büschen, ne? So, jetzt ist der Bach da so und dann das da ist im Moment so offen stehend. Was haben wir denn sonst noch für Möglichkeiten, das zu gestalten? Ich werde es mir erstmal mit Stufen angucken. Hier hört man die Leute arbeiten. So. Und zwar würde ich hier gerne nach innen reinklippen. Also nicht so ein Bogen mehr, sondern nur so eine nach innen Versenkung. Jupp. Ich finde es ganz gut so. Na, hier, da könnte auch noch so ein fieser Busch in den Weg einfach. Als geht. Der Baum, ich mag ihn ja, aber er steht echt schade. Könnt ihr sonst nämlich jetzt so einen Zweierweg lang bauen. Und diese Verengung, die kann auf alle Fälle weg. Warte mal. Doch ja, das kann man ja so lassen. Das geht ja jetzt. Und dann könnte man hier einen Zweierweg bauen. Dann kann... Ja, tut mir leid, bauen. Alles hat seine Zeit. Die Frage ist, ob das jetzt auch despawnt, weil da ja noch Laub ist. Also neuer Baum ist sozusagen. Nein! So, dann nochmal. So. Wo hat denn der jetzt überall noch hier Dinge, die er vor Bäume hält? Oben ja auch noch, ne? Oh. Ach, guck mal, da oben ist sogar noch Baum im Baum. Was ein Traum. Bäh. Ging. Dann ist aber da. Da ist auch noch Zeug, was die Spawnen verhindert. Jetzt könnte es klappen. Vielleicht. Platz. Das geht gut. Laterne, Laterne. Was, dann stellen wir die Laterne dann in die Ecke. Das ist irgendwie cool. Jetzt fehlt hier allerdings der Baum. Vielleicht pflanzen wir da drüben einen anderen. Wenn wir hier den Weg auch so ein bisschen verbreitert haben. Good to know. Wir haben jetzt wieder nichts dabei. Da kommt schon mal ein Dings rein. So, dann hole ich mal. Vielleicht haben wir da noch welche auf Lager. Ja, das hatte ich irgendwie düster in Erinnerung, dass davon viel zu viele da sind. So. Jetzt führt hier das Wegchen lang. Ist ja eigentlich ganz knubbelig. Das gefällt mir nicht. Habe ich einen persönlichen Unwillen gegen. So. Das kann man aber hier nochmal wieder schön ausführlich. Da kommt hier in die Mitte noch eins. So. So geht das. Ich mache das mal hier weg hier und stelle es ins Haus.
Nee, mach ich nicht. Ach, guck mal, ich habe Akazien dabei. Das ist eine neue Akazie da drüben, aus Tradition Akazie. Wenn ich jetzt hier eine pflanze, funktioniert das? Da sind fast natürlich andere Akazien rein, damit ich an das Zeug da komme, was ich einsammeln wollte. Das stellen wir dagegen einfach hier rein. Und zwar... Ach, machen wir hier unter das Fenster. So. Das heißt, jetzt haben wir einen etwas breiteren Weg. Vielleicht kriegen wir... Ja, tschüss Akazie. Warte mal, ich kann euch auch entsorgen gehen. Soll hier eine Akazie stehen? Sind wir so der Tradition verpflichtet? Oder setzen wir uns lieber hier drüben eine schöne große Eiche hin? Hier so. Ich würde sagen, da so. Ich hole mal das Zeug, was ich brauche, um eine Eiche zu pflanzen. Passt denn noch Grüngedöns überhaupt hier? Was mit Akazien? Wie viele haben wir denn da? Da haben wir eine Menge auf Lager. Eiche. Ja, ich räume sie jetzt trotzdem erstmal weg. Auch wenn das Überbestand ist, also okay. Eine Eiche reicht mir schon. Eine reiche Eiche reicht mir. So. Bevor ich jetzt ins Bett gehe, möchte ich dann hier. So, dann hatten wir die Stelle da ausgesucht. Da so. Dann setzen wir mal die Eiche davon, gucken, was passiert. Dann ändert sich hier das Bild auch wieder ein bisschen. So. Gut. Dass das auch fast despawnt. Auch gut. Sehr schön. Finde ich gut. Sagt ich schon, dass ich es gut finde? Ich glaube ja. Hallo, meine Freunde der Nacht. Ihr schlaft ja schon alle. Gut. Ja, ich schmeiße mich ins Bett. Sage tschüss. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir einen Kommentar da. Oder ein Like. Oder was man sonst so tut. Wie du magst. Und wir bauen das nächste Mal weiter. Wir haben viel Baumaterial hier im Inventar. Und das wird uns noch ein bisschen beschäftigen. Ich hatte jetzt Spaß und ich hoffe, du auch. Und ich hoffe, der Wüchsel vergibt mir das Ganze. Es ist fürs Let's Play. Tschüss.